Ja, hi, willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin der Marius. Ihr seid hier im Event für Seeing the Unseen, ein Vortrag über die Steganographie. Wie ihr seht, ich habe es versucht, möglichst anschaulich zu machen. Hier sind schon viele Bilder auf der Titelslide, die haben auch alle einen Bezug zu dem Vortrag und werden später dann vorkommen. Mal so eine Übersicht, was ich euch in der nächsten Stunde erzählen möchte. Es wird zuerst eine Einführung geben, ein bisschen Historisches, ein Rückblick, wie war das früher. Dann werde ich eben meinen Schwerpunkt legen auf digitale Verfahren in der Steganographie, weil das für die heutige Zeit eben doch relevanter ist. Danach ein bisschen was über Steganalysis erzählen und Wasserzeichen, wenn wir dafür noch Zeit haben. Und am Schluss werde ich noch eine Auflösung geben der letzten Steganographie-Challenge auf dem Capture the Flag-Event vom letzten Jahr, der GPN 14. Da werde ich auch noch kurz was zu sagen, wer noch nicht weiß, was in CTF ist. Ja. Was ist denn Steganographie? Also bei der Steganographie, ich habe euch da so eine schöne Definition, da geht es darum, eine Nachricht versteckt zu versenden, sodass der andere, also dass niemand außer dem Empfänger überhaupt merkt, dass so eine Nachricht versendet wurde. Und das ist eben eine Art der Security through Obscurity. Das ganze Wort Steganographie kommt eigentlich ursprünglich aus dem Griechischen, würde dann direkt ins Deutsche übersetzt so viel heißen wie geheimes Schreiben. Und der große Vorteil ist eben, dass man dabei versucht, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen bei der Kommunikation. Ihr seht es hier nochmal, also bei Stegano, jetzt die Kurzform, werde ich in Zukunft so sagen, geht es darum, dass man die Nachricht überhaupt nicht sieht. Bei der Kryptographie geht es darum, dass man die Nachricht nicht versteht. Und das beides ergänzt sich super. Das heißt, es ist ausdrücklich empfohlen, dass ihr zuerst eure Nachricht verschlüsselt und danach mit Steganographie möglichst unsichtbar macht. Denn es ist ja nur eine Art der Obscurity. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass Steganographie irgendwie mathematisch beweisbaren Sicherheitswert hat. Deswegen benutzt ihr eben auch noch Kryptographie, dass im Worst Case eben jemand anders, der merkt, dass ihr kommuniziert, zumindest nicht den Inhalt lesen kann. Also mal so ein Rückblick. Wie geht das? Jetzt rein physikalisch, in der Antike gab es da so zwei nette Tricks. Da gab es so Wachstafeln, da haben die eben ihre Nachrichten reingeritzt. Und was man eben machen konnte, man konnte auf das Holz, auf dem das Wachs aufgetragen wurde, man hatte in das Holz was reingeritzt, hatte dann Wachs drüber gegossen und dann in das Wachs was reingeritzt. Und jemand, der halt dann eben diese Nachricht liest, der sieht dann eben nur die obere Nachricht auf dem Wachs. Und jemand, der den Trick kennt, der kratzt das Wachs ab und kommt dann an die Holznachricht sozusagen. Noch ein bisschen umständlicher war diese Sache mit der Kopfhaut, das soll es wohl tatsächlich gegeben haben, ist so überliefert, dass einem Sklaven die Kopfhaut tätowiert wurde, dann hat man gewartet, bis die Haare drüber wachsen, dann konnte man den über die Grenze schmuggeln sozusagen, ohne dass jemand die Nachricht findet und der am anderen Ende, der neue Meister, schert ihm dann die Kopfhaut und kann die Nachricht darunter lesen. Ist jetzt natürlich nicht mehr so zeitgemäß. Ein bisschen klassischere Methoden, das ist so diese Agentensachen, was man vielleicht irgendwie aus Filmen kennt. Ja, da gibt es diese Geheimtinte. Es geht eben so ein bisschen mit in die Richtung mit dem Wachs, dass man eben zwei Nachrichten schreibt und die eine mit einer Tinte, die man eben dann nur unter bestimmten Bedingungen wieder sichtbar macht. Oder eben, dass man irgendwas unter einem doppelten Boden versteckt in einem Paket, dass man irgendwie als Frau hohe Absätze hat und dann da drin irgendwie einen Mikrofilm oder so drin versteckt. Also irgendwie, man überträgt eine Nachricht und keiner vermutet, dass die an der Stelle sichtbar war. So, jetzt mal so ein paar Trivia-Sachen hier aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine schöne Postkarte. Man beachte hier den Empfänger, einen Mr. F.B.Ayers. Das heißt, die ging aus dem japanischen Kriegsgefangenenlager, das sieht man hier oben irgendwie, Prisoner of War Camp Nippon, ging die nach Amerika und ist über Umwege tatsächlich beim FBI angekommen. Und die haben die Nachricht dann länger untersucht, weil wenn man das so liest, dann steht da so, ja, eigentlich relativ uninteressant, hier Mutter investiert doch irgendwie Geld und so. Wenn man jetzt aber die Nachricht genau untersucht, dann merkt man, da ist ein Null-Cipher verwendet worden. Und wenn man hier immer nur die ersten beiden Wörter liest, dann ergibt sich eine völlig neue Nachricht, die eben den Amerikanern über die Verluste, also die amerikanischen Verluste nach Hause quasi transferiert. Ja, also ganz nette Sache. Hier noch was anderes aus dem Kalten Krieg. Da gab es so ein, nennt sich das USS Pueblo Incident. Also da wurde ein amerikanisches Kriegsschiff quasi von den Nordkoreanern in Besitz genommen und die wollten das so darstellen, wie wenn die freiwillig übergelaufen wären, weil sie festgestellt haben, ah, das ist irgendwie, sie kämpfen für das Falsche oder so. Und da haben sie versucht, mit so Propagandabildern eben daheim die Amerikaner zu, naja, ein bisschen demotivieren.
Was aber war auf den Bildern, da hatten die immer alle schön so den Mittelfinger gezeigt und die hatten vorher den Nordamerikanern erklärt, das wäre ein Zeichen, dass das eben viel Glück bringt und so, wenn man das macht. Und dadurch waren die Bilder dann nicht mehr so ganz glaubwürdig daheim. Oder noch ein anderes nettes Beispiel, da habe ich jetzt das Video nicht. Da gab es einen Kriegsgefangenen in, was war das, Nordvietnam? Oh, mein Laserpointer hängt in der Slide fest. Schade. Und der hatte in einem in einer Konferenz, also eine Fernsehkonferenz gab es da mit dem. Und der hatte dort immer wieder das Wort Torture in Morsecode mit seinen Augenlidern geblinzelt. Ja, ziemlich krass Sache. Und das ist auch tatsächlich jemand aufgefallen und war dann so eine Bestätigung, dass die eben gefoltert wurden. Bis dahin war das noch unklar. Okay, jetzt aber mal so zum Eigentlichen. Das war jetzt nur mal so ganz nettes Hintergrundwissen. Ja, also wenn man jetzt digitale Steganographie betreiben will, was macht man dann? Man nutzt dort die Eigenschaften des Übertragungsmediums. Also von was für Medium reden wir da? Meistens Text, Audio oder Bilder. Man könnte theoretisch auch Videos denken. Aber Text, Audio und Bild sind jetzt die drei, wo ich auch Beispiele dazu habe. Und der Schwerpunkt liegt eben normalerweise auf den Bildern. Die haben einige praktische Eigenschaften, kommen wir dann dazu. Also noch kurz begrifflich, jetzt noch nicht zu weit ausholen, aber ihr müsst wissen, Covermedium ist das quasi die Datei, in der eine Nachricht versteckt wird. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man danach ein Stego-Medium. Also das ist dann ein Cover mit einer eingebetteten geheimen Nachricht. Und meistens macht man das eben so, dass man eben irgendwie Redundanzen in Dateiformaten ausnutzt oder die Datei so manipuliert, so minimal, dass es für den Menschen nicht wahrnehmbare Unterschiede gibt. Dass man eben keinen Unterschied erkennen kann zwischen dem Cover und dem Stego-Medium oder allgemein, dass das Stego-Medium nicht sozusagen komisch aussieht für den Menschen. Ich habe jetzt da im Folgenden einige Beispiele. Es gibt da noch viel mehr, das ist nur mal so ein paar Sachen, die sich gut erklären lassen. Also bei Textdokumenten ist man da durchaus eingeschränkt. Was man aber zum Beispiel machen kann, ist Leerzeilen und oder Leerzeichen und Tabs am Zeilenende. Die fallen je nach Editor nicht weiter auf und dann kann man darin eben Nachrichten kodieren. Ja, da gibt es sogar was, das nennt sich Snow, wer danach suchen will. Steganographic Nature of Whitespace. Also das ist so ein fertiges Tool und das generiert einem dann die Nachrichten. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist in einem, sagen wir mal, Word-Dokument verschiedene Schriftarten verwenden, die aber gleich aussehen. Also es gibt da mehrere, irgendwie Courier und Courier New sind zwei Schriftarten, die sehen eigentlich genau gleich aus für mich zumindest. Und wenn ich dann da immer die Nachricht, quasi die Wörter, die ich hervorheben will, mache ich in einer anderen Schriftart und es fällt eigentlich keinem auf. Oder hier, wir nehmen jetzt mal Hypertext, also HTML-Dokumente, da könnte ich redundantes Markup einfügen oder halt irgendwelche leeren Tags zum Beispiel, also dass ich ein B für Bold Tags aufmache und wieder zumache und dann kann ich durch solche unnötigen Tags auch Informationen kodieren. Ist alles ein bisschen umständlich, ich wollte euch da nur mal so ein paar Sachen zeigen, dass das auch mit Textdokumenten geht. Hier dieser, das ist kein Bug in meiner Slide, sondern hier ist einfach weißer Textstoff, weißem Hintergrund, von daher sieht man da halt nichts. Ja, nur so ein paar Ideen. Nehmen wir jetzt mal Audio, da ist es so, da kann man in extrem hohen oder tiefen Frequenzen irgendwas einbetten, was einfach für den Menschen nicht hörbar ist. Sozusagen einen zweiten Text zum Beispiel. Wir können in die Least Significant Bits was encodieren. Das werde ich dann gleich bei Bildern erklären. Müsst ihr euch noch einen Moment gedulden, wenn euch das nichts sagt. Daran ist nicht anschaulicher, als wenn ich jetzt hier Sounddateien abspiele. Oder was es auch noch zum Beispiel gibt, also alles nur Beispiele, gibt da noch viel mehr. Aber ganz nett ist zum Beispiel dieses Echo-Hiding. Ihr baut in eure Original-Audio-Datei ein Echo ein, mit einem ganz, ganz geringen Offset von irgendwie kleiner als eine Millisekunde, dann ist das für einen Menschen eigentlich gar nicht hörbar. Und ihr macht es aber so, dass dieses Echo hat zwei verschiedene Abstände zur Original-Tonspur. Das heißt einmal sozusagen, sagen wir mal 200 Millisekunden und manchmal 700 Millisekunden. Nanosekunden, also wir wollten ja geringe Zahlen. Und dadurch, je nachdem, dass das Echo quasi variiert, kann man da wieder eine 0 oder eine 1 encodieren und könnt ihr euch dann euren Text zusammenbauen. Und am besten macht man das dann noch mit einer sehr geringen Amplitude, also dass es auch nicht hörbar ist, sowohl durch diesen kurzen Unterschied, als auch weil es einfach zu leise ist, dieses Echo. Gut, kommen wir mal zu Bildern. Dabei werden wir dann auch bleiben, weil das ist sehr anschaulich in Form von einem Vortrag. Also, wir haben jetzt Bilder. Was können wir jetzt damit machen? Wir könnten natürlich unsere Pixel, naja, nicht immer ganz schwarz machen. Ja? Also nehmen wir an, wir haben den Hintergrund, der ist ziemlich schwarz und manchmal ist er eben, naja, hat einen Blauwert von 1 auf einer Skala von 0 bis 255. Das heißt, hier könnten wir quasi auch
Nullen und Einsen inkodieren, ohne dass das jetzt jemand auf den ersten Blick auffällt, weil das ist einfach viel zu geringer Unterschied für das menschliche Auge. Und wir werden eigentlich immer irgendwas binär inkodieren und ihr müsst euch halt dann, wenn ihr da quasi ASCII-Buchstaben habt, dann müsst ihr den halt auch kurz in binär umrechnen und dann könnt ihr den da einbetten in diese Pixel. Bisschen fieser, also das erste, was ich gerade gezeigt habe mit dem 0000. Sowas kann man dann merken, wenn man zum Beispiel ganz billig in Paint dieses Bucket-Tool verwendet und dann mal auf so einen Pixel klickt. Wenn dann sich dann nicht alle in dem schwarzen Hintergrund färben, dann weiß man, dass die eben nicht alle den gleichen Farbwert haben. Hingegen jetzt hier mit dieser Farbpalette, es gibt nämlich durchaus Bildformate wie zum Beispiel GIF, die haben eine Farbpalette. Das heißt, ihr definiert quasi vorher, was für Farben unterstützt ihr, gebt ihnen dann einen Index, zum Beispiel schwarze standen auf dem Index 0 und weiß auf dem Index 1. Und was ihr dann machen könntet, ihr könntet zum Beispiel zweimal schwarz definieren, also wirklich die Farbe 000, die RGB-Werte. Und dann sind die wirklich genau identisch und nur jemand, der das Format kennt und dann in diese Farbpalette schaut, sieht dann, dass quasi die exakt gleiche Farbe mit unterschiedlichen Indizes encodiert wurde. Und dann könnt ihr eben auch immer wieder zwischen diesen beiden Indizes abwechseln und dann dadurch zum Beispiel eure Nachricht kodieren. Und eben diese Geschichte mit diesem Least Significant Bit, das werde ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher erklären, weil das ist so das Standard Möglichkeit, die man eigentlich kennen sollte. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier dieses tolle Originalbild von Hobotopia. Das ist jetzt ein Grauwertbild. Also das heißt, ihr habt quasi einen Farbkanal, oder halt also keinen Farbkanal, sondern einfach einen Kanal mit Werten von 0 bis 255 für die einzelnen Pixel. So, und dann gibt es jetzt hier, das wäre jetzt sozusagen das Bild, wenn man nur das Most Significant Bit betrachten. Das heißt, wenn der Wert quasi in diesem Pixel im Originalbild, wenn der größer als 108, also größer gleich 128 war, dann hätten wir jetzt hier quasi einen weißen Pixel, ansonsten einen schwarzen Pixel. Also ist jetzt nichts anderes als ein Binärbild von dem hier. Wenn man dann weitergeht, also man muss halt wissen, um jeden Pixel im Originalbild quasi darzustellen, braucht man 8 Bit, also ein Byte. Und deswegen kann man jetzt mal hier in den folgenden Slides betrachten wir mal, wie das so aussieht, wenn wir immer nur jedes Bit einzeln betrachten. Ja? Also jetzt quasi das Most Significant Bit, das am meisten sozusagen zu dem eigentlichen Wert im Bild beiträgt, sieht man noch einen ziemlich guten Zusammenhang zu diesem Originalbild. Jetzt schauen wir quasi das zweite Bit an, da ist es dann schon nicht mehr so klar und dann gehen wir mal so durch, jetzt nur mal so zur Veranschaulichung. Und jetzt sind wir beim Least Significant Bit. Das ist quasi das Bit, das am wenigsten zum eigentlichen Wert beiträgt, in dem Sinn, dass es entscheidet zum Beispiel, habt ihr den Wert 0 oder 1? Habt ihr den Wert 254 oder 255? Das ist immer nur quasi die letzte Stelle für den Wert. Und wie ihr jetzt schon hier seht, dieses Bild hat jetzt wenig mit dem Ursprungsbild zu tun, bis gar nichts. Also hier kann man jetzt nichts erkennen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Änderungen machen, dann wird das im Originalbild höchstwahrscheinlich auch nicht weiter auffallen. Hier kann man jetzt keinen Zusammenhang mehr sehen. Und genau das macht man eben bei dieser Geschichte mit den Least Significant Bits. Wir haben jetzt hier dieses Bild, ich habe da mal 8 Pixel genommen und die Werte drüber geschrieben. Also es ist quasi so, das ist quasi der vorderste Pixel und so weiter und dann geht es in der nächsten Zeile weiter. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir quasi hier dieses unterstrichene Bit, ist das Least Significant Bit, wenn wir das ändern, dann seht ihr schon, das Bild sieht jetzt genauso aus, also auf dem Beamer dann sowieso, aber auch an einem guten Bildschirm würdet ihr das nicht erkennen, den Unterschied. Ich habe jetzt da eben bei den 6 mittleren Pixeln habe ich den Wert geändert um ein Bit und habe jetzt dann eine Nachricht eingebaut. Also wenn ihr jetzt diese unterstrichenen Bits mal alle nehmt, die 8 Stück, dann bekommt ihr quasi ein Byte und dieses Byte ist in dem Fall mit dem Wert 65 und 65 kennen wir aus der ASCII-Table auswendig, ist das große A. Das heißt, ich habe jetzt quasi in diese 8 Pixel einen Buchstaben inkodiert. Und also mit Farbbildern würde das genauso funktionieren. Da könnt ihr euch eben aussuchen, wollt ihr jetzt zum Beispiel nur in den Rotkanal eure Nachricht einbetten oder verteilt ihr irgendwie die Nachricht auf alle Kanäle oder so. Da gibt es dann verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Genau, also und so ist es halt, ihr könnt quasi, braucht immer 8 Pixel und dann habt ihr einen Buchstaben. Das heißt, wenn euer Bild auch nur ein bisschen groß ist, dann könnt ihr da sehr viel Text einbetten. Und das ist eben auch so eine Eigenschaft von Bildern, die es so praktisch macht. Da habe ich auch noch eine extra Slides zu. So, hier mal 3 Slides in einem anderen Style. Die habe ich aus dem Internet so übernommen, weil die so perfekt passen. Werdet ihr noch gleich sehen, warum. Die sind von Druid vom Computer Academic Underground, uralt von 2004, wenn ich das hier richtig sehe. Und der hat erklärt, was ist denn so wichtig an dem Bild? Also kann ich jetzt einfach ein x-beliebiges Bild nehmen und da meine Nachricht einbetten? Oder nein, also nee, da sollte man schon Dinge beachten.
Und zwar sind hier mal ein paar Beispiele für schlechte Coverbilder. Und zwar eben alles, was irgendwie wenig Farben hat, so gleichmäßig, also irgendwie alles so, naja, Logos und Vektorgrafiken. Und ihr seht es hier schon, teilweise sind hier nur zwei Farben in dem Bild. Da fällt es natürlich eher auf, wenn ihr jetzt da Werte ändert. Hingegen, wenn ihr jetzt mal so ein Bild nehmt, ja, einfach irgendein normales Landschaftsbild irgendwie von draußen mit vielen Farben, mit ja, Texturen, also gerade in dem Baum hier sind extrem hohe Frequenzen und Rauschen, da das würde überhaupt niemand auffallen, wenn ihr da einen Wert ändert. Die eignen sich natürlich wesentlich besser dann, um dort Nachrichten zu verstecken. Einfach weil das fürs menschliche Auge dann schwieriger ist. Also es gibt da so, der Begriff nennt sich Masking, dass man eben in hohen Frequenzen Rauschen besser verstecken kann. Und jetzt noch eine Folie, was dessen Meinung nach wohl das beste Cover-Image ist. Will ich mal einfach so stehen lassen. Gut. Wie sieht's denn das aus? Was müsste man denn da jetzt beachten? Also ihr seid jetzt irgendwie überzeugt davon und paranoid genug, dass ihr jetzt eure Nachrichten nicht nur verschlüsselt, sondern auch noch mit Steganographie irgendwie versteckt. Ja, jetzt habe ich es schon implizit gesagt. Verschlüsseln. Immer verschlüsseln vor. Außerdem das Cover-Medium zerstören. Und das ist so ein bisschen problematisch. Das heißt nicht, dass ihr nicht einfach ein Bild aus dem Internet nehmen könnt oder solltet zumindest. Denn immer, wenn man das Originalbild finden kann, kann man das ja mit eurem Stego-Bild vergleichen und schauen, wo da die Unterschiede sind, was quasi den Angriff deutlich einfacher macht. Das heißt, am besten nehmt ihr selber ein Bild auf, baut dann die Nachricht ein und zerstört das Originalbild. Außerdem wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr das Stego-Bild jetzt irgendwie nicht plötzlich einem, weiß ich nicht, Journalisten ein einzelnes Katzenbild schickt und ihr hattet vorher mal noch nie mit dem Kontakt. Ja, vielleicht dann doch nicht so schlau, das ist dann genauso auffällig, wie wenn ihr einfach nur eine verschlüsselte Nachricht hinschickt. Das heißt, im Idealfall packt ihr das eben irgendwie in euren Tumblr-Feed oder was weiß ich, oder postet das auf Twitter zu den all 100 anderen Bildern von Essen, die ihr vorher aufgenommen habt, dann fällt es keinem auf. Ich habe das übrigens extra für den Vortrag getestet auf diversen Portalen, wo man Bilder hochladen kann, wie Imgur oder eben Twitter, ich glaube Tumblr habe ich nicht getestet. Und bei den allermeisten Webseiten ging es. Die einzigste Webseite, wo quasi meine steganographische Nachricht zerstört wurde, war Facebook, weil die mein PNG in ein JPEG umgewandelt haben. Also da muss man halt drauf achten. Teilweise machen die Server quasi dann nochmal was im Hintergrund. Und wenn die irgendwie das Bild umwandeln, ist es wahrscheinlich, dass eure Nachricht kaputt geht. Außer ihr habt die sehr robust eingebaut. Also das sollte man halt beachten. Aber die meisten Server, die laden es einfach hoch und ist dann exakt die Datei, die ihr eben selber hochgeladen habt. Was eben noch relevant ist, ist das Verhältnis von dem Cover zur Nachricht. Also ihr könnt, es ist eher schwierig, eine große Nachricht in einem kleinen Cover zu verstecken. Hingegen umso größer der Unterschied ist, umso eher könnt ihr eben, umso besser könnt ihr die Nachricht verstecken, weil ihr nur einen Bruchteil ändern müsst im Original. Ich denke, das ist eigentlich selbstverständlich. Deswegen nimmt man eben auch so gerne Bilder. Weil so ein Bild, das hat man gleich mehrere Megabyte, während eure Nachricht vermutlich höchstens in Kilobyte gemessen werden wird. Gut, jetzt mal so ein bisschen Beispiele aus dem realen Leben. Also wo könnte man besser Steganographie betreiben als im vermutlich größten Imageboard der Welt? Ich meine 4chan. Ja, ich wollte schon immer mal in einem Vortrag 4chan erwähnen. Also hier müsst ihr jetzt nicht lesen können. Da hat jemand so eine Guide erstellt, wie man einen RAR-Datei in einem JPEG versteckt. Ist insofern ganz witzig, weil man da nicht groß technische Kenntnisse für braucht. Man kann einfach die RAR-Datei an das JPEG hinten anhängen, zum Beispiel mit einem Texteditor. Er erklärt jetzt hier, wie man es auf der Windows-Konsole mit Copy machen würde. Für die nicht ganz technisch Versierten. Und unten habe ich da mal so einen Hex-Dump sozusagen gezeigt. Also hier dieses FFD9, wer es kennt, das ist eben das Ende des JPEG-Bildes und direkt danach kommt der RAR-Header, den kennt man jetzt nicht unbedingt, diese Magic Bytes hier, aber hier sieht man RAR raus, das Rufezeichen, das bedeutet hier ist der Beginn einer RAR-Datei. Und das Coole ist in dem Fall, JPEG ignoriert alles, was nach dem FFD9 kommt und RAR wiederum ignoriert alles, was vor dem RAR-Header kommt. Das heißt, ihr müsst die Datei einfach nur runterladen, vom Imageboard von JPEG in RAR umbenennen und ihr könnt es sofort öffnen. Ja? Also die beiden Formate lassen sich ideal aneinander ranhängen, weil sie jeweils das andere ignorieren. Das ist normalerweise, also oft ist es nicht der Fall, dass ihr eine Datei einfach umbenennt und der ignoriert dann alles vorher. Aber RAR macht es.
Und da gab es wohl dann eine Zeit, da würden dann immer irgendwelche mysteriösen RAR-Dateien, die kann man ja dann wiederum auch noch verschlüsseln mit einem Passwort, an irgendwelche Bilder rangehängt. Mittlerweile ist das nicht mehr so einfach. Die haben da wohl so diverse Schutzmaßnahmen eingebaut nach dem Motto, wenn das Bild deutlich größer ist, als es mit dieser Auflösung sein sollte, dann kann man es nicht hochladen. Oder wenn dann der RAR-Header drin vorkommt, dann sagt Fortune auch nein. Wobei es auch wieder irgendwie Tricks gibt, wie man das umgehen kann. Also ja. Noch deutlich mysteriöser, vielleicht hat davon schon jemand gehört, dieses Cicada 3301. Das ist so ein eine jährliche Challenge, die jetzt leider dieses Jahr nicht kam. Also das erste Mal gab es die 2012, am 5. Januar, hat jemand auf Slash X, das Mystery Board, und auf Slash B, das Random Board, hat da quasi jemand dieses Bild hochgeladen. Und da stand dann eben so, ja, wir suchen ganz intelligente Leute und so und wir haben eine Nachricht in diesem Bild versteckt. Und wenn man quasi dann diesen Trail folgt und diese Nachricht in dem Bild extrahiert, also es war in dem Fall relativ einfach, die hing einfach hinten dran. Ist man mit dem Hexeditor rangegangen und dann stand da eben am Schluss irgendwie so Tiberius, Claudius, Caesar sagt, und dann überlegt man so, wenn man schon mal so ein bisschen Krypto, Caesar, ich weiß nicht, da war doch was. Also das ist einfach ein Shift. Cypher, und wenn man den dann darauf anwendet, dann und so weiter, dann geht's immer weiter, und das sind dann irgendwie so 20, 30, 40 Challenges, je nach Jahr können das sein. Also man kommt quasi immer von einem Level in das nächste sozusagen. Also hier kam dann ein Link raus, man sieht, dass das hier vorne soll HTTP sein, dann kommt Doppelpunkt /. Und dann kam man auf eine Webseite, da war dann wieder ein anderes Bild, da drin war dann wieder was versteckt und so weiter. Man braucht da wohl diverse Kenntnisse aus dem Bereich der Kryptographie und Steganographie und Cyberpunk-Literatur und alles Mögliche. Und das scheint wohl eine bisschen größere Sache zu sein, weil irgendwann kam dann diese Stelle, wo man GPS-Daten bekommen hat, und dann die waren dann irgendwie auf der ganzen Welt verteilt, irgendwie in den USA und in Polen und in, ich glaube, Australien und so. Und wenn dann jemand an den Ort ist, dann hat er eben dort dieses Logo gefunden, mit dem QR-Code, und also, oder man musste dann auch irgendwo anrufen und da kam dann eine Bandansage. Also es wurde irgendwie immer mysteriöser und wohl auch relativ professionell gemacht. Man weiß bis heute nicht, wer da eigentlich dahinter steckt. Da gibt es natürlich diverse Gerüchte mit irgendwie Geheimdienste, Geheimorganisationen, ja. Da kommt man ja ganz schnell auf die tollsten Ideen. Und das gab es dann eben quasi 2013 und 2014 wieder, dieses Rätsel. Und jetzt 2015 leider nicht. Das heißt, man weiß nicht, was aus denen geworden ist. Die waren auch so schlau, die haben immer ihre Sachen mit PGP signiert. Das heißt, da gab es jetzt auch keine Trittbrettfahrer. Da konnte jetzt keiner einfach so ein Bild hochladen und behaupten, na, ich bin der Neue hier, der die Rätsel stellt. Ja, wem das jetzt ein bisschen zu mysteriös war, ich habe gehört, es gibt nachher einen Workshop Aluhut basteln. Vielleicht müsst ihr den jetzt ja aufsuchen, nachdem ihr das hier gesehen habt und wisst, dass wohl irgendwelche Leute geheim kommunizieren im Internet. Oh nein. Okay. Jetzt mal zum Punkt Steganalyse. Also jetzt habt ihr so ein paar Verfahren gesehen, wie ich dann eigentlich so Nachrichten selber verstecken könnte. Aber was ist, wenn ich jetzt vermute, dass in dem Bild eine Nachricht drin ist? Das nennt man dann eben Steganalyse. Also das ist quasi analog zu Kryptographie und Kryptanalyse. Das ist eben, wenn man quasi es nicht einbettet, sondern es sucht, dann redet man halt von Analyse. Und das ist eben so, durch diese Steganographie wird ja was an dem Covermedium geändert, und dadurch kann man eben vermuten, das wird auch in irgendeiner Form Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, denen geht man eben meistens auf die Spur mit Tools der Bildbearbeitung und der Statistik. Und naja, da gibt es jetzt so verschiedene Arten, wie quasi diese Art der Angriffs ablaufen kann. Meistens hat man einen sogenannten Stego-Only-Angriff. Das heißt, man hat das Stego-Medium und man weiß nicht, ob da eine Nachricht drin ist, was für eine Nachricht da drin ist, wie die da eingebettet wurde. Man weiß also gar nichts. Man hat einfach nur ein Bild. Fertig. Dann gibt es eventuell den Fall, dass man sich das Leben ein bisschen einfacher machen kann. Hatte ich schon mal vorhin kurz erwähnt. Wenn man quasi das Originalbild finden kann oder irgendwie daran Zugang hat, dann kann man sozusagen einen sogenannten Known-Cover-Angriff fahren. Das heißt, man vergleicht das Stego und das Cover, das Originale, auf Unterschiede, was einem das Leben schon mal leichter macht. Das heißt natürlich auch nicht, dass es sonderlich einfach ist, weil wer weiß, vielleicht wurde das Bild zugeschnitten und in ein anderes Dateiformat konvertiert und so. Aber mit ein bisschen Glück findet ihr exakt die Originaldatei und dann wisst ihr ziemlich schnell, ob da Steganographie betrieben wurde. Oder, was es noch gibt, zum Beispiel Known Message, schon eher unwahrscheinlicher, also dass ihr aus irgendeinem Grund die Nachricht kennt
und das Stego-Medium habt und dann den Algorithmus sucht. Ich meine, kann ja passieren, dass ihr irgendwie an die Nachricht gelangt seid, aber normalerweise habt ihr diesen Stego-Only-Fall, dass ihr nicht mal wisst, ob da eine Nachricht drin ist oder nicht. Moment. Ja, ihr erinnert euch an das Bild? Ihr erinnert euch an das Bild mit den LSBs vorhin? So würde das aussehen, wenn ich da eine Nachricht einbette, die sich immer wiederholt. Also, wenn man da nur mal reinschaut, an dem Bild würde man nichts merken, aber hier auf einmal dieses random Pattern von vorhin mit diesen, wo man überhaupt nichts erkennen konnte, sieht jetzt auf einmal sehr regulär aus. Natürlich eben, weil sich die Nachricht auch immer wiederholt. Also das wäre eine schlechte Idee. Das wäre dann auf einmal ziemlich auffällig. Wenn man das mit Statistik angehen will, kann man eine sogenannte Histogram-Attack fahren. Das heißt, ihr schaut euch das Histogramm an. Also wer das nicht kennt, das ist so eine Häufigkeitsverteilung, ist ein schönes Maß. Wenn man ein Bild hat und das irgendwie beschreiben will, also da ist es so, hier auf der X-Achse ist eben der Pixelwert, also der Helligkeitswert sozusagen, und auf der Y-Achse, wie häufig der vorkommt im gesamten Bild. Und dann sieht man eben, wie das dann aussieht. Und wenn man jetzt, also das ist jetzt von dem normalen Bild, und wenn man jetzt hingegen ein Bild hätte, wo mit dieser LSB-Methode eine Nachricht eingebettet worden wäre, dann könnte das eher so aussehen. Und ihr seht dann eben, ihr habt da so einen Treppeneffekt, dass quasi immer die zwei nebeneinander liegenden Farbwerte ungefähr gleich hoch sein werden. Also ich glaube, hier sieht man es am deutlichsten. Da war vorhin die Werte so verteilt und jetzt so. Das liegt eben daran, dass ihr in eurer Nachricht habt, dass so eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Bitwert einmal 0 und einmal 1 ist. Und dadurch werden eben nebeneinander liegende Farbwerte, die sich genau um dieses Least Significant Bit unterscheiden, die werden dann ungefähr gleich verteilt, während sie vorhin um dem Ursprungsbild nicht unbedingt so waren, weil da eben eine gleichmäßige Fläche war oder eben oft der gleiche Farbwert vorkommt. Also die sind viel zufälliger verteilt in ein normales Bild, als wenn ihr danach eine Nachricht eingebettet habt. Es ist jetzt vielleicht nicht immer so deutlich. Entschuldigung. Also das ist jetzt aus einem Lehrbuch, ihr seht da unten die Quelle. Und das ist jetzt nicht immer so deutlich wie jetzt hier, aber so als Veranschaulichung. Okay. Als nächstes wollte ich noch was zu Wasserzeichen erzählen. Das ist ein relativ verwandtes Thema. Und also im Unterschied zur Steganographie war es jetzt immer so, wir hatten ein Cover, das war komplett, da gab es keinen Bezug zwischen dem Cover und der Nachricht, die wir versteckt haben. Das Cover war einfach nur zur Tarnung. Also wir haben ein Katzenbild genommen und haben da drin unsere geheime Nachricht über den Kriegsstatus eingebettet. Hingegen bei den digitalen Wasserzeichen ist es so, da bezieht sich die Nachricht eben meistens auf das Cover. Und ja, teilweise ist das Vorhandensein auch bekannt, aber muss nicht. Also was gibt es da so für Anwendungen? Kann man jetzt zum Beispiel über ein Wasserzeichen, ist relativ logisch, das kennt ihr ja irgendwie, man macht da so sein C-Copyright bei, kann man irgendwie an den sozusagen feststellen, wer eigentlich der ursprüngliche Besitzer dieser digitalen Datei ist. Und man kann sowas machen wie Fingerprinting, relativ spannend, dass ihr zum Beispiel, ihr habt nicht eine Version von eurem Dokument, sondern die Dokumente, die ihr rausgebt, unterscheiden sich alle so minimal irgendwie in der Zeichensetzung oder durch irgendwelche Fehler oder Punkte oder so. Und dadurch könnt ihr feststellen, wenn jetzt das Dokument auf einmal bei der Presse landet und die, naja, bearbeiten das nicht großzügig und veröffentlichen das in irgendeiner Form, wo das Wasserzeichen immer noch sichtbar ist, dann könnte man quasi rausfinden, wer dieses Dokument geleakt hat. Es gibt da auch noch den Begriff des Software-Cripplings, das war mir auch noch nicht so geläufig. Auf Deutsch, der Wiki-Eintrag heißt Krüppelware, ist ein bisschen komisch. Und ja, das ist einfach, dass ihr baut zum Beispiel eine Bildverarbeitungssoftware und solange ihr keine Lizenz habt, baut ihr halt so ein großes, sichtbares Wasserzeichen ein, dass ihr eben das Ding kaufen sollt. Jetzt alles nicht so tolle Anwendungen eigentlich, so Leute tracken und Software kaputt machen. Aber ihr könnt auch, es gibt durchaus schöne Anwendungen für Wasserzeichen. Und zwar in dem Sinn, dass ihr Legacy Enhancement macht. Also zum Beispiel gab es da die Idee, ihr habt eine MP3-Datei und dieses MP3-Format, das ist jetzt so verbreitet, da könnt ihr jetzt nicht einfach was dran ändern. Aber ihr wollt jetzt unbedingt eure Lyrics von diesem Lied in diese MP3-Datei einbetten. Und was ihr dann eben machen könnt, ist zum Beispiel die Least Significant Bits nutzen.
wenn dann euer Player das weiß, ich meine, ihr hört da nicht groß den Unterschied aus, ihr seid ja echt ein extrem gutes Gehör, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das so wirklich auffällt. Und dann weiß eben der Player, aha, wenn ich nur die Least Significant Bits lese von der Datei, dann kann ich da quasi die Lyrics wieder rausziehen. Also es gibt durchaus auch sinnvolle Verwendungen neben Leute tracken und Software kaputt machen. Ja, jetzt habe ich mal hier noch auch noch zwei Beispiele. Also es ist immer so, wenn ihr Wasserzeichen habt, die benutzen auch steganografische Mittel, aber eben zu einem anderen Zweck. Hier habe ich jetzt mal ein Bild von der Electronic Frontier Foundation über Drucker. Ich zeige mal am besten kurz das nächste Bild. Könnt ihr das mal studieren? Ja, also was da war, das hat vielleicht der eine oder andere gehört, das ist jetzt schon so 10 Jahre her. Und die haben festgestellt, dass wenn man so von bestimmten Druckern, unter anderem Marken wie Canon, HP, Xerox, wenn man da die Blätter mal unter so ein blaues Licht hält, dann sieht man da auf einmal so schwarze Punkte. Und auch bei normalem Licht sind die so ganz leicht als gelbe Punkte erkennbar. Ja, ihr seht es vielleicht so, da ist so ein Punktmuster. Und jetzt auf der nächsten Slide haben die das eben deutlicher gemacht, ja, wo genau die Punkte sind. Und die haben tatsächlich herausgefunden, was mit diesen Punkten encodiert wurde. Also da ist so auf hier gezeigt, eben wie man das quasi lesen muss. Also hier ist jeweils der Wert sozusagen in Bits. Und da oben eben die Zeit, dann das Datum, dann kommt da noch so ein Separator und dann die Serial Number. Und das heißt quasi, jedes Blatt, das von diesem Drucker gedruckt wurde, hat noch ein geheimes Punktemuster in einem Wasserzeichen, wo eben das Datum, die Uhrzeit und die Seriennummer des Druckers steht. Ja, natürlich durchaus problematisch so in Sachen Privacy. Noch was anderes, hier World of Warcraft. Da haben sie in einem etwas ominösen Forum, wo es hauptsächlich um Exploits und Bots geht, hat auf einmal jemand dieses Bild gepostet. Das war so ja schon vor einigen Jahren. Er hat sich irgendwie durch eine Wand geglitscht und konnte dann... Da war dann quasi nichts, da war einfach nur weiß und er hat einen Screenshot gemacht, hat sich diesen Screenshot angeschaut und da war dann dieses komische Muster da drin. Und normalerweise ist das eben nicht aufgefallen, weil das in normalen Spielen so mit diesem ganzen Interface sieht man dieses Muster eigentlich nicht. Und was eben war, also die haben da lang dran rumprobiert und so wie ich das verstanden habe, ist es eben so, dass in diesem Muster die Account-ID, also quasi der Username, ein Timestamp und die IP-Adresse des aktuellen Realms, auf dem der Screenshot gemacht wurde. Das ist sozusagen der WoW-Server. Und da gab es eben verschiedene Vermutungen, wozu das gemacht wurde. Unter anderem so eine Idee, dass man damit Private-Server tracken kann. Also jemand lädt quasi im Internet einen Screenshot hoch von seinem WoW-Spiel, wie auch immer, und er spielt auf einem Private-Server. Naja, da war jetzt leider die IP im Wasserzeichen, schade, ne? Oder noch besser, da lädt jemand auf dieses Encore-Forum seinen neuen Exploit hoch und macht da ein paar Screenshots von, wie toll der funktioniert. Und leider wissen sie jetzt seinen Usernamen. Das heißt, wenn er auf dem offiziellen Server gespielt hätte, hätten sie ihn bannen können. Es ist fraglich, ob das gemacht würde. Aber rein theoretisch kann es sein, dass die dieses Wasserzeichen auslesen konnten. Das ist ein bisschen fraglich, weil das wirklich schwer erkennbar war in einem normalen Screenshot. Auch eine andere Vermutung, vielleicht sogar die realistische, dass es genutzt wurde, um Leute, die quasi in die Beta eingeladen wurden von Blizzard, dass die dürfen in einer bestimmten Phase noch keine Bilder leaken und nichts verraten, ja, so NDA, und dass sie die tracken konnten und bannen konnten durch dieses Wasserzeichen, wenn man eben rausfinden konnte, wer den Screenshot gemacht hat. Das war auch etliche Jahre implementiert, also mittlerweile sollte es nicht mehr der Fall sein, aber wenn ihr irgendwie WoW-Screenshots von zwischen 2008 und 2013 oder so habt, dann ist da wahrscheinlich dieses Wasserzeichen mit drin. Okay. Dann wären wir eigentlich auch schon bei dem Beispiel. Ja, also GPN-CTF, muss ich vielleicht kurz ausholen. Es gab letztes Jahr auf der GPN ein Capture the Flag-Event von den Square Roots. Und dafür habe ich als Teil der Square Roots die Steganographie-Challenges gemacht. Das waren 3 Stück.
Und Capture the Flag ist so ein Security-Event, bei dem es darum geht, eben Aufgaben zu lösen, die irgendwie einen Zusammenhang zur Security haben. Wir hatten da letztes Jahr irgendwie Web-Challenges, Steganographie und noch diverse andere Kategorien, die mir jetzt natürlich nicht mehr einfallen. Und wir veranstalten auch dieses Jahr wieder ein Capture the Flag, dieses Mal ein Attack Defense, das heißt nicht so mit so Aufgaben lösen, sondern ihr greift direkt andere Teams an. Wir haben also ein privates Netzwerk und diverse verwundbare Dienste, die darin laufen. Und ihr müsst dann quasi eure Maschine verteidigen, eure Services patchen und die anderen angreifen. Das wird ziemlich witzig. Wer sich dafür interessiert, sollte morgen um 20 Uhr in den ZKM-Vortragssaal kommen. Da wird der Flowtech eine Einführung halten, wie das funktioniert. Und außerdem registriert euch bitte, sucht im Wiki im Fahrplan nach dem CTF. Also der findet morgen Abend, Nacht statt. Ab 22 Uhr wird dann der CTF losgehen. Auch wenn ihr eine Einzelperson seid, kein Problem. Wir können euch einem Team zuweisen. Ja, ihr müsst euch nur anmelden und zum Vortrag kommen. Gut, und letztes Jahr, wie gesagt, ich habe die Steganographie-Challenges gebaut. Vielleicht hat der ein oder andere hier im Saal ja mitgemacht bei dem CTF. Und wenn nicht, auch nicht weiter schlimm. Also die ist jetzt einfach nur eine Veranschaulichung. Also es macht nichts, wenn ihr jetzt die Aufgaben nicht kennt. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ein paar, die erfahren wollten, wie die Aufgaben gelöst wurden. Entschuldigung, einen Moment. Also das viele Reden tut mir nicht gut. Meine Stimme ist noch überhaupt nicht geölt. Sorry. Ja, also da gab es diese Challenge für 100 Punkte. Von Super habe ich Super Quadragon genannt. Und wenn man jetzt da mal, naja, so auf den ersten Blick sieht mir nichts, aber da gibt es so ein schönes Tool, das heißt Stegsolve. Und das hat zum Beispiel die Funktion, dass es eine Random Color Map anwendet. Das heißt, es nimmt quasi jeden Farbwert in dem Bild und weist dann einfach mal einen beliebigen anderen zu. Dann sieht das Ganze plötzlich so aus. Also ihr seht schon, dieser Schattenverlauf sieht dann natürlich ziemlich strange aus. In dem Muster hier. Aber in der Mitte ist hier irgendwas komisch. Also da sind so ein paar Pixel. Da fragt man sich schon, wieso sind die da? Und wenn wir da mal ein bisschen näher ranzoomen, dann sehen wir hier folgendes Komische. Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte? Ja, genau. Das ging jetzt zu schnell. Ich wollte was trinken in der Zwischenzeit, die ihr überlegt. Genau, Bray. Also Blindenschrift. Ja, es heißt awesome. Wer sich jetzt gefragt hat, was das heißt. Sehr awesome, dass ihr das gelöst habt. Gab 100 Punkte, also es war jetzt mehr so Trivia-Geschichte. Also man musste jetzt da irgendwie keine großen Verfahren der Steganographie kennen, sondern einfach nur so drauf kommen, was das ist. So ein bisschen klassischer wurde es dann mit der Action Challenge, die hieß Hidden Below. Und da war hier dieses schöne Bild. Ja, was könnte das sein? Loch Ness, ja. Genau, also ein Originalbild, natürlich sehr authentisch. Und was man da machen kann, Reverse Image Search. Ich habe dieses Bild aus der Wikipedia und wenn ihr danach sucht, dann findet ihr das dort auch. Sogar genau exakt das gleiche Bild, also mit der gleichen Größe, mit der gleichen Auflösung, das gleiche Dateiformat. Ach, wie praktisch. Und dann, wenn ihr dann wieder wisst, da gibt es tolle Steganographie-Tools wie Stegsolve. Habe ich schon erwähnt, das ist toll. Und das hat ja seinen sogenannten Image Combiner. Das heißt, ihr ladet das Bild rein und dann ladet ihr noch das zweite Bild, sozusagen das Original aus Wiki. Und dann könnt ihr die beiden vergleichen. Und da gibt es dann mehrere Optionen, zum Beispiel, dass die beiden geXORed werden oder addiert werden oder eben in dem Fall subtrahiert werden. Und dann erhaltet ihr auf einmal dieses schöne Bild, wo eben Rauch den Auffilter die Lösung war. Ja. Also in dem Fall fand ich eigentlich ganz nett. Klar, habe ich euch selber gebohrt. Also, ist ja meine Challenge. Natürlich finde ich die toll. Nee, was ihr eben seht, ihr denkt ursprünglich, ihr habt einen Steg-Only-Angriff. So, also, und dann probiert ihr da irgendwie mit Bildverarbeitung rum und ihr werdet es nicht hinbekommen, weil dieses Bild ist so verrauscht und so grässlich. Also da, wenn ihr das schafft, hier die Nachricht rauszulesen, mit einfach nur Photoshop, dann seid ihr echt gut. Und von daher war hier eben der Trick, das auf einen Known-Cover-Angriff sozusagen down zu graden, um es euch leichter zu machen. Hier habe ich eben zum Beispiel TinEye benutzt, das ist eben so ein Reverse-Image-Search. Und damit habt ihr effektiv Known-Cover. Gut. Jetzt noch die letzte Challenge. Die hieß Come Closer. Und das war einfach nur dieses Bild hier mit dem Text-Schriftzug Steganography in der super coolen Unreal Tournament-Schrift, yay.
Und ja gut, jetzt geht man halt da wieder her, probiert einiges rum. Ich meine, ich zeige euch jetzt natürlich nur den direkten Lösungsweg. Man kommt da wahrscheinlich nicht so direkt drauf, aber man probiert eben rum und macht dann zum Beispiel diese Random Color Map und so wie vorhin. Und dann steht da irgendwas, sorry, our flag is in another castle. Und das war so der implizite Hint. Also mit Bildverarbeitung kommt ihr hier wohl nicht weiter. Ja, und dann überlegt man eine Weile und probiert einiges aus und vielleicht fällt einem dann auf, dass diese Datei, ich zeige nochmal das Bild aus, die hat ja nur zwei Farben und das ist ein PNG. Ich meine, das seht ihr jetzt hier nicht. Und die Auflösung ist ziemlich klein. Es ist nur irgendwie ein paar hundert Pixel mal ein paar hundert. Und trotzdem ist diese Datei extrem groß. Ja, wir schauen mal hier. Die hat jetzt irgendwas von über 200 Kilobyte. Ist aber nur, hat nur eine Auflösung von 700 mal 250 und zwei Farben. Das heißt, die sollte mehr so ein paar Kilobyte groß sein, diese Datei. Das heißt, da hängt wohl noch was dran. Und dann gibt's so diverse Tools, wie zum Beispiel Binwalk. Das ist eigentlich gedacht für so Firmware-Analysis. Das lässt ihr dann über irgendein Image laufen und dann findet er die Datei. Ich habe das mal über das Bild laufen lassen und dann stellt er fest, dass am Ende da noch Bilder hängen. Das ist jetzt nicht unbedingt alles der Fall, also ich hatte da eigentlich keinen Zlib eingebettet. Findet er halt irgendwie trotzdem, weil da gerade die Magic Bytes passen oder so. Und dann erhaltet ihr, wenn ihr quasi dieses JPEG auslest an der Stelle, dann erhaltet ihr ein zweites Bild, also quasi von dieser Stelle aus bis in den Rest, mit einem Hexeditor zum Beispiel ausschneidet und ein zweites Bild packt und das öffnet. Und das sieht dann so aus. Und jetzt wieder die Frage, vielleicht jemand, der es auch noch nicht gelöst hat damals. Das haben auch nicht viele gelöst, muss man sagen. Was könnte man damit machen? Ja, korrekt. Also Magic Eye, wem das was sagt, das war so in den 90er so ein bisschen aktuell, gab es diese Bücher mit diesen 3D-Bildern, die man sich irgendwie so vors Gesicht hält und so wegbewegt oder irgendwie mit den Augen so versucht zu schielen und dann da drinnen quasi ein zweites Bild entdeckt. Und was man jetzt hier macht, quasi das Bild mit gegen sich selbst verschieben und dann erhält man quasi die Nachricht. Also es gibt da quasi Tools, ich habe das jetzt hier verlinkt. Ich weiß nicht, ob es jemand einfach durchsehen und am Bildschirm so... Weiß ich nicht, ob es jemand so gelöst hat, aber es gibt auf jeden Fall Tools, die verschieben das einfach so lange, bis sie quasi sehen, dass da möglichst viel schwarz, also dass sich quasi die Pixel gegenseitig auslöschen. Und der Fachbegriff an der Stelle ist hier, es scheint Random Dot Auto Stereogram, wer das interessiert hat. Könnt ihr euch mal schlau lesen darüber. Okay, jetzt habe ich noch eine Slide mit diversen Tools, die so, also ist jetzt nur so ein Ausschnitt, aber die ganz nützlich sind. Eben besagt, das StigSolve hat einige nette Funktionen, wie zum Beispiel diesen Image Combiner. Ist übrigens genauso wie StigExpose, beides in Java geschrieben. Weiß ich auch nicht warum. Und aber immerhin, sie funktionieren auch unter Linux. Also, hey. Dann gab es noch OutGuess, das ist so eine Verbesserung von dem LSB, von dieser LSB-Variante. Da wird es so gemacht, dass quasi mit Statistik die Änderungen in diesem LSB-Plane so gestaltet werden, dass es möglichst nicht auffällt. Das heißt, OutGuess ist ein Tool, mit dem könnt ihr sowohl Nachrichten einbetten, als auch Nachrichten auslesen, die eben mit OutGuess vorher eingebaut wurden. Und dann eben Binwalk, das habt ihr ja gerade gesehen, also dieses Tool, um quasi Bilder in anderen Bildern zu finden oder allgemein Bilder in Firmware-Dateien. Okay, jetzt war ich eigentlich überraschend schnell. Gibt es Fragen? Ja. Oh. Ich denke, ich habe irgendwann mal was aufgeschnappt von digitalen Wasserzeichen, die auch irgendwie schwierig sind, wieder rauszukriegen. Also nicht nur, also wenn man weiß, dass da irgendwie was drin ist, irgendwas eingebettet, weil man die Datei nicht weitergeben soll, das kann man ja mal vermuten, dass es dann auch schwierig ist, das wieder rauszufiltern. Kannst du dazu was sagen? Ja, also es ist so, dass die Wasserzeichen, da ist eben der Trick. Also ihr verwendet ja quasi, ihr seid jetzt irgendwie Content Owner. Ihr habt einen Film und ihr wollt nicht, dass der im Internet verbreitet wird. Als erstes verschlüsselt ihr natürlich erstmal irgendwie die Übertragung, aber das Problem ist, beim Abspielen spätestens muss es entschlüsselt werden. Das heißt, was ihr dann eben macht, ist zusätzlich noch Wasserzeichen. Da ist der Vorteil, das Wasserzeichen wird quasi selbst beim Abspielen nicht entfernt. Und es gibt wohl auch richtig robuste Wasserzeichen, die sogar überleben, wenn
die Datei quasi von, also neu kodiert wird zum Beispiel auf eine geringere Auflösung. Und da ist es eben auch so, dass die ganzen Kinos und so weiter, das sind eben auch immer die Filme mit irgendwelchen Punktmustern noch markiert. Also ich habe da bei einem Freund gesehen, so diese neuen geleakten Game of Thrones-Folgen von der 5. Staffel. Und da war irgendwie ziemlich komisch, dass da so links unten in dem Bereich ungefähr hier auf einmal so quasi was geblurrt wurde. Also ich weiß ja nicht, könnte da vielleicht ein Zusammenhang zu einem Wasserzeichen gewesen sein. Vielleicht war es auch nur ein Copyright-Hinweis oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht so recht, also ich kann jetzt da jetzt keine genaueren Details zu sagen, aber es wird auf jeden Fall stark verwendet. Also ich muss sogar sagen, dass Steganographie ist jetzt eher das obskurere Thema in dem Sinn, dass es ziemlich gefühlt wenig verwendet wird oder man weiß halt nichts davon, weil es natürlich, kann man ja schlecht feststellen. Während hinter Wasserzeichen, da steht ja natürlich richtig eine Industrie, die eben versucht, ihren Content zu schützen oder zumindest, also in dem Sinn, dann wenigstens rauszukriegen, wer es denn geleakt hat. Also das sind wirklich sinnvolle Verwendungen mit kapitalistischem Hintergrund denkbar, während Steganographie mehr so, also im reinen Sinne nur so obskures, ich übertrage möglichst unauffällig Nachrichten ist. Das heißt, die Wasserzeichen, die steganographischen Mittel nehmen, sind eigentlich wahrscheinlich viel mehr, häufiger im Einsatz. Aber kann man natürlich schwer sagen. Ja. Wenn ich meine Nachricht verschlüssel, dann ist das ja für jeden, der nicht den Schlüssel dazu hat, reine Zufallszahlen. Gibt es denn Methoden, wo ich beweisbar für Außenstehende zufällige Nachricht in die Datei einbauen kann, ohne dass sie überhaupt erkannt werden kann? Wie meinst du das jetzt mit beweisbar? Naja, also das ist ja im Prinzip ein Rauschen und kann ich irgendwie statistisch gewährleisten, dass es nicht von dem Hintergrundrauschen im Foto selbst unterscheidbar ist. Also die Variante mit dem Outguess ist eben tatsächlich so, dass die versucht haben, das eben so zu verteilen, dass eben nicht diese Häufigkeitstreppenstufen auftreten. Die haben wohl dann sozusagen ein Histogramm, das genauso aussieht wie beim natürlichen Bild, aber so wirklich. Naja, sicher in dem Sinne ist es halt auch nicht, weil wenn jemand anders sozusagen Outguess drüber laufen lässt, dann kann er die Nachricht wieder rauskriegen. Also eigentlich, wir reden hier nicht wirklich von Sicherheit, sondern wir reden hier mehr so im Sinne von Obskurität. Also im Idealfall baust du dir irgendwie deinen eigenen Algorithmus und irgendwie hoffst, dass keiner drauf kommt, genau die Bits auszulesen, die jetzt gerade dein Algorithmus quasi da was eingebettet hat. Also wenn du wirklich Sicherheit willst, dann verwende quasi Kryptographie und wenn du nur Obskurität willst, dann verwende Steganographie. Und wenn du beides willst, dann benutze beides. Aber sobald du fertige Tools verwendest, musst du immer damit rechnen, dass jemand anders einfach auch das fertige Tool verwendet und deine Nachricht wieder ausliest. Es gibt durchaus Verfahren, wo man dann quasi auch noch einen Schlüssel braucht, um wiederum die sozusagen zum Beispiel die Bits zu bestimmen, die steganographisch bearbeitet wurden. Aber dann brauchst du ja irgendwie wieder einen Side-Channel, um quasi diesen Key zu übertragen. Und so, also es ist dann quasi so eine Art Mischform aus Steganographie und Kryptographie. Ja. Wie kann ich überhaupt sicher erkennen, ob wenn eine Nachricht schon verkryptet ist und sie ist drin, dann kann ich so gar nicht mehr unbedingt sicher erkennen, ob die Nachricht drin ist? Also wenn man es natürlich selber eingebettet hat, dann weiß man ja normalerweise auch den Algorithmus, mit dem man es wieder ausliest. Nein, ich meine ein Dritter, der die Pfoten kriegt. Ja, das war ja gerade die Idee, also dass jemand anders, der das Bild findet und der nicht eingeweiht ist, wie dein Algorithmus funktioniert, dass der dann nicht feststellen kann oder nicht trivial feststellen kann, ob da eine Nachricht drin ist oder nicht. Ja, nein, ich meinte, wenn es verschlüsselt ist, wird es noch eine Stufe schwieriger und nicht mehr findbar, was vorher findbar war, weil man ja Fetzen raten kann. Ja, das ist ein guter Punkt, also ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, und zwar, wenn man es verschlüsselt, dann. Also eine richtig gute Verschlüsselung sieht ja danach aus, wie wenn es vollkommen zufällig gewesen wäre. Und das ist noch ein Grund, das auch zu verschlüsseln, weil ihr dann eben quasi, das macht der anderen Person noch schwieriger, weil die weiß dann nicht, ist es jetzt nur random oder war es jetzt nur verschlüsselt. Ja, und sieht aus wie random. Okay. Ja, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit.